Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ah, sehr schön. So, wir dürfen uns jetzt erstmal unsere Klasse auswählen. Entweder den Nord, den Khajiit, ja, also hier ist quasi so eine Katze, will ich mit Sicherheit aber nicht sein. Kaiserlicher, ich werde euch jetzt erstmal alle zeigen. So sehen die Hochelfen aus. Hier, das sind die Dunkelelfen. Oh, die sehen hier mal gefährlich aus. Bretone, das war ich damals in Oblivion. Argonia, das sind hier so Echsenmenschen. Wir gehen mal wieder zurück. Was ist denn noch hinter Nord? Also, Moment. Ah, hier kann man so durchscrollen. Okay. Ach, Ork. Ja. Ja, die sehen. Die haben schöne Hauer. Rotwardone gibt's auch noch. Waldelf. Aber ich glaube, wir spielen in Nord. Ich lese es erstmal gerade vor. Die Bürger von Himmelsrand sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit der Kraft der Kampfschreie schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Und den nehmen wir doch eiskalt jetzt mal. Körper, Geschlecht bleiben wir. Vom Körperbau, Vorgaben. Ach so. Ah, hier kann man also vorgefertigte Charaktere. Wie sieht denn der aus? Two-Face. Ich spiele hier kein Batman. Was ist das für ein Barbar? Nochmal so ein Two-Face hier. Soll man so ein Two-Face machen? Nee. Ich glaube, ich nehme den hier nur mit Haaren. Hautfarbe, Gewicht. Ach so, Kopf. Bei Kopf müssen wir es dann. So, Gesichtsfarbe. Nee, können wir lassen. Schmutz. Na, keine Ahnung. Lassen wir mal. Narben. Hat er ja. Ach so. Da gibt es verschiedene Arten. Ach komm, wir lassen einfach die Narben. Ja, die lassen wir. Kriegsbemalung. Die ist bestimmt. Alter Falter. Aber so Kriegsbemalung könnte man es wirklich machen. Aber dann auch eine coole. Boah, das erinnert an die Uruk-hai aus Herr der Ringe. Die hatten noch auch Hände auf der Stirn. Das Zeichen Sarumans. Ja, aber das haben wir ja nicht. Kann ich den drehen? Wie sieht denn er hier aus? Ah. Guck dem Zeiger nach, guck dem Zeiger nach. Ne, das sieht aber auch hässlich aus. Kriegsbemalung, ach, die ist jetzt natürlich auf der anderen Seite. Ne, die sieht auch nicht so toll aus. Ne, die auch nicht. Also da, eine ging doch irgendwo, wo war die? Hier, die ging, die finde ich geht eigentlich. Allerdings passen die Narben da nicht so. So, gucken wir mal. Ne, das sieht. Ja, es müssen dann schon Narben auf dieser Seite sein, sonst. Ja, so sieht es natürlich doof aus, wenn wir in der Kriegsbemalung machen wir keine Narben. Oder wir machen keine Kriegsbemalung. Wir machen keine Kriegsbemalung und dafür diese Narben, die wir am Anfang hatten, die werde ich wohl nehmen. Nee, komm. Wir machen diese Kriegsbemalung und dafür keine Narben. So, wer will schon Narben haben? Farbe der Bemalung. Achso, die können wir auch noch. Ja, wir machen das hier. Da sieht man es gar nicht. Also dieses Rot sieht doch irgendwie, oder? Das sieht doch. Oder so ganz schwarz geht irgendwie gar nicht, oder? Ganz schwarz haben wir gar nicht dabei. Ja, mache ich einfach dieses Rot hier. Komm. Das passt. Gesicht. Och, nee, dann ich will jetzt noch Haare haben und dann ist gut. Braue, Mund, Haare, so. Ja, Glatze will ich keine. Was ist das für eine Frisur? Nee, ich will was Normales. Oder haben die Nord nur so komische Frisuren? Eigentlich geht das ja. Das passt irgendwie zu dem Gesicht. So sieht es irgendwie ein bisschen aus wie die Frisur von Rodrigo Borgia aus Assassin's Creed. Moment, diese eine da, die hier, die finde ich, ja, die geht. Die nehmen wir. Bart. Ja, brauchen wir einen, oder? Wenn man da so schnell durchgeht, sieht das ziemlich witzig aus. Doch, nee, der braucht auf jeden Fall einen Bart. Ohne Bart sieht der total beschissen aus. Dann nehmen wir, komm, den wir am Anfang hatten, der war gut. Moment, ich suche den mal so. Ah, nee, das geht gar nicht scheiße. Bart, so.
Der war's, oder? Ja, den hatten wir. So sieht's gut aus. Haarfarbe, ich würde sagen, rot, oder? So ganz. Ach, geht noch nicht mal, weil ich hätte sowieso nicht rot gemacht. So, schwarz will ich haben. Oh, das. Oh, nee, das ist zu dunkel. Das ist zu hell, das ist zu dunkel. Die Farbe hier finde ich gut. Ja, so lassen wir's. Name Gefangener, klar. Wo kann ich denn den Namen eingeben? Wo war denn der? Der Name, Gesicht, Körper, Rasse. Ach, hier wahrscheinlich noch dabei, oder? Name. Ach so, den Namen können wir wahrscheinlich nicht ändern, oder? Naja, wenn nicht, dann heißt man jetzt eben Gefangener. Ist egal. Und los geht's. Beziehungsweise weiter geht's. Beenden und. Ach so, okay, ja. Und jetzt geben wir dem Namen einen Charakter und wir nennen ihn Xardikas. Wieso geht das nicht? Wieso kein Großbuchstaben? Wir könnten ihn natürlich auch Dovahkiin, Drachenblut nennen. Aber ich glaube, Xardikas ist ganz ordentlich. Den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Das ist so eine Mischung aus Xardas und irgendwas anderem. Also Xard und dann Ikhas. Oh, egal, wir nehmen das jetzt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Oh, sorry. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Und mal wieder waren wir irgendwie falsch. Wie in Oblivion auch schon. Ach, der geht automatisch gerade. Und hier passiert jetzt wahrscheinlich irgendwas. Was Fieses, Gefährliches, Und nicht Mieses. Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Leb wohl. Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Na toll. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, Meister Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Irgendwas ist doch hier. Was haben wir denn da gehört? Boah. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Ein Drache. Das hat er gesehen. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? What the fuck? Was ist mit uns jetzt los? Jetzt kommen wir gar nicht mehr klar. Okay. Gollen entfesselt. Ah, der ist jetzt alles zerstört. Ah, wir. Mit ihm fliehen wir jetzt. Okay, vor dem Drachen. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Puh, da sind wir noch gerade so weggekommen. Hoch durch den Turm, los! Also, ich werde den Sound noch irgendwie anpassen, dass der lauter ist. Ich guck mal gerade, kann ich. Boah!
alter Falter. Jetzt ist er weg, jetzt gehen wir weiter. Ah ne, wir können nicht weiter, hier ist alles zu. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und bleibt immer wach. Los. Wow, wow, wow. Zack, puh. Geklappt. Und jetzt weg hier. Na, spring runter, so. Und raus. Junge, das macht ihr sehr gut. Fuck, weg hier. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt.